Und damit willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, heute wieder mit einem Auto. Und zwar einem INNO64 Modell, wie man es schwer erkennen kann, da INNO64 Modell. Nissan Skyline 2000 GT-R, der KPGC 110. Ja, von INNO. Ja, Silber. Schwarze Räder. Schwarze Seitenspiegel. Ja. Also kein getuntes oder sowas, mal ein ganz normales Auto. Ja, hatte ich Bock drauf, habe ich mir schön bestellt. Ja, man sieht es ja auch wieder mit der Karte. Ja, ich packe mal das beiseite. Und ja, wieder mit dem Schaukasten hier. Und ganz schön ein bisschen dreckig hier. Ja, wie auch immer. Ich packe ihn mal aus. Mache ihn mal auf. So. Damit wir das Auto besser sehen können. Ja, in Silber gehalten. Ja, wie gesagt, die Räder schön in Schwarz gehalten. Ja, nichts getuntes, nichts aufgemotztes. Diesmal ein ganz normales Autochen. Ja, ich schraube ihn jetzt einfach mal unten ab. Und dann gucken wir mal, ob er rollen kann, wa? Schauen wir da einfach mal. Ja, so, ich habe ihn mal abgemacht. Und ja, Räder rollen auf jeden Fall. Und Spiegel sind wieder fest, lassen sich nicht bewegen, oder? Ne, sind fest. Ja, von vorne ganz normal. Man sieht's, schickes Auto. Man sieht die Spiegel vorne so, ja. Ja, die Felgen noch mal. Innen drin schön in Schwarz gehalten. Hinten die Rückleuchten mit der Skyline, mit dem Skyline-Heck. Ja, von unten sieht man wieder verchromte Auspuffanlage. Ja, schickes Auto auf jeden Fall. Wird auch auf mein Diorama kommen, wenn es denn mal losgeht irgendwann. Und ja, ich stelle ihn mir erstmal wieder hier unten hin. Zack, jetzt steht er da, da. Und ja, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal. Ciao.